Keine Sorge, ich steige jetzt nicht um auf Tablets, aber hier konnte ich jetzt einfach nicht widerstehen, denn das ist die neue Ausgabe vom Sony Tablet, nennt sich jetzt Z2 und hinten haben wir das Z. Und da sieht man tatsächlich diesen marginalen Unterschied auch wirklich mit bloßem Auge schon, 6,4 mm, 6,9 mm. Erstaunlich, aber was man echt sofort merkt, da braucht man keine Waage zu, es ist deutlich leichter geworden, 439 statt 495 Gramm. Also damit vor allen Dingen im Zusammenhang mit dieser wirklich sehr, sehr dünnen Bauweise ergonomisch ein Erlebnis, muss ich sagen. Aber ansonsten technisch hat sich da nicht so viel getan, weil LTE, wasserdicht und so weiter war das ja alles schon. Da möchte ich jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen. Nur einmal auch kurz die neue Docking Station hier vorgestellt haben. Das war es auch schon. Mir geht es natürlich im Wesentlichen um die Smartphones, völlig klar. Auch da haben wir so ein ähnliches Update. Da gibt es nämlich jetzt nach dem Z1 auch ein Z2. Und jetzt die große Preisfrage, welches ist welches? Ich drehe das auch gerne mal um, Moment mal. Und wer mir die richtige Antwort gibt, der gewinnt. Nein, schade, leider kein Xperia Z1, sondern dem kann ich nur gratulieren, sorry. Aber ich konnte nicht widerstehen, also die Ähnlichkeit ist wirklich verblüffend. Man kann es ein klein wenig daran erkennen, dass ein Gerät minimal größer ist, nämlich das hintere. Und das sind dann 147 statt 144 mm. Das ist allerdings das Neue, also das Z2. Dafür ist es in der Breite einen ganzen Millimeter geschrumpft, also 73 statt 74 mm. Und was die Dicke betrifft, das kann man auch, glaube ich, nicht wirklich erkennen. 8,2 statt 8,5 mm, nee. Aber auch hier wurde tatsächlich enorm abgespeckt beim Gewicht. Da haben wir es jetzt mit 158 Gramm statt 170 Gramm zu tun. Und das merkt man natürlich schon. Also gerade bei so einer Flunder, also sehr angenehm zu handhaben. Ansonsten vom Display her, ja mein Gott, es sind 5,2 statt 5 Zoll jetzt. Aber es ist, und Full HD ist es natürlich sowieso schon immer gewesen, jetzt ist es aber auch ein IPS-Display. Das heißt, wir haben diese ja doch sehr hohe Blickwinkelstabilität und das war natürlich in der Vergangenheit auch hin und wieder mal ein Problem bei Sony. Von daher, das ist, glaube ich, jetzt endlich, muss man sagen, der richtige Schritt, hier zu IPS zu wechseln. Außerdem soll bei dieser X-Reality Engine noch ein bisschen was geschraubt worden sein, um nochmal die Darstellungsqualität zu optimieren. Dazu kann ich jetzt hier nichts sagen, also das lasse ich jetzt dahingestellt sein, das machen wir im Test. 20,7 Megapixel Kamera, alles gleich geblieben, aber jetzt Videos in 4K. Das heißt mit vierfacher Full-HD-Auflösung, der neue Standard muss man sagen, da gibt es ja auch schon die ersten Fernseher. Und vor allem muss man dazu sagen, selbst in 4K sollen 120 Frames pro Sekunde möglich sein. Also damit Zeitlupenaufnahme zu machen. Das ist mir bisher, glaube ich, noch nicht begegnet. Ansonsten Snapdragon 801 Prozessor, 4 Kerne A2,3 GHz, 3 GB Arbeitsspeicher jetzt intus. Speicher ist bei 16 GB geblieben, lässt sich allerdings erweitern über MicroSD-Karte mit bis zu 64 GB. Also da bleibt alles beim Alten. Im Großen und Ganzen also von daher eher ein kleines Update als ein großes. Aber das ist, würde ich jetzt mal sagen, nicht, dass man umsteigen müsste als Besitzer eines Z1, sondern eher, dass man sagt, wenn ich jetzt eins kaufen möchte, oder nicht jetzt, das kommt ja dann im zweiten Quartal, dann entscheidet man sich natürlich für das Z2 an der Stelle, ganz klar. Und das Z1 dürfte dann deutlich günstiger werden. Jetzt erstmal die unverbindliche Preisempfehlung des Z2, 599 Euro ohne Vertrag. Zum Abschluss möchte ich noch ganz kurz dieses kleine Zubehör hier vorstellen mit dem wunderbar griffigen Namen MDR NC31EM. Das ist ein Kopfhörer, der jetzt auf beiden Seiten einen eingebauten Lautsprecher hat. Das heißt, da werden die Umgebungsgeräusche angeblich mit bis zu 98% ausgeblendet. Bei In-Ears ist das ja sowieso schon mal relativ prädestiniert für sowas. Das kommt jetzt mit dem Z2 ab Werk, inklusive, wird es aber auch separat geben für 69 Euro. Vermutlich dann um denselben Zeitpunkt herum, wie dann auch das Z2 verfügbar ist. Das soll halt gute Qualität und vor allen Dingen, wenn man beispielsweise laute Umgebung, Flugzeug oder sowas ist, ist so eine Noise Cancellation natürlich eine feine Sache. Ja, ich glaube, das reicht jetzt auch schon mal als erster Eindruck von Sony hier vom Mobile World Congress in Barcelona.